switch off. Open this gate. An entire class of U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course, and we will succeed. Sie das bestreiten? Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon? War das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Alawi ist früh dran. Wen er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger, Boden. Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Stau. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play, nämlich Call of Duty Black Ops 6. Ja, das Spiel ist gestern rausgekommen, also aus eurer Sicht. Und es ist jetzt 2 Jahre her, dass ich zuletzt ein Call of Duty Kampagnen-Let's Play gemacht habe. Denn MW3 fand ich leider nicht so geil von der Kampagne. Dieses Open World und so, das hat mir irgendwie nicht so gut gepasst. Aber dieses Jahr gibt es wieder ein richtiges Kampagnenspiel, was eher linear ist. Und darauf freue ich mich sehr und ich möchte euch das gerne zeigen. Wäre schön, wenn ihr mich begleitet. Und ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Mission. Läufer schlägt Turm. Let's go. So, hier läuft alles. Oh, ich bin euch voll im Weg, gell. Das sollten wir natürlich nicht machen. Ich gehe mich mal rübersetzen. Dass ihr da auch was seht. Der Konvoi ist da vorne. Ja, kein Stress. Geh mal hier hin. Ja, so. So müsste okay sein. Also, let's go. Was haben wir denn hier so? Die XM4? Okay. Bewegung, Truck-Tür. Verstanden. Zwei Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Rauch hinein. So, Grafik sieht schon mal geil aus. Noch einer.
Bin echt auf die Story gespannt. Oh, man kann sich aber nicht abstützen, wie im Multiplayer, schade. Halt die Sprint-Taste gedrückt. Ja. Ah, der ist tot. Im schwarzen Truck, der müsste hinten sein. Ey. Was schießt du hier? Er schießt hinten immer noch. Eine AK-74. Du musst zur Tür, Case. Ja, ist ja gut. Mach ich. Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Ihr habt dann einen Deal! Deal? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Eure Lügen! Euer Mann wollte mich rausholen! Unser Mann? Ja, genau. Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon. Pantheon? Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht Ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... Das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wie immer. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Farage, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. So viel zu, sie haben uns nicht mitbekommen. Ausrüstungsrad, rüste dich mit dir getragenen Objekten aus und tausche sie, drücke Halte nach oben, um das Ausrüstungsrad zu öffnen und Primärtaktik oder Unterstützungsausrüstung in den vorgesehenen Plätzen zuzuweisen. Oh, Feinentkleidung. Cool. An die Arbeit, Case. LOL, das kann man jetzt schon benutzen, das ist eigentlich eine Abschussserie. Hui, bam. Das ist unsere Lücke. Da nichts wie durch. Oh, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Egal. Ich dachte, ich hätte eine Granate, könnte noch eine Granate werfen. Habe ich mich wohl getäuscht. Wie viele sind denn das hier?
Der lebt noch. Nachladen. Lebt noch. Zum Treffpunkt geht's durch den Canyon. Du könntest uns in einen Hinterhalt führen. Das ist der einzige Weg hier raus. Oh, man kann nicht springen, schade. Paras, kommen! Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Das ist richtig. Was wahrscheinlich auch passieren wird. Machen schon mal ein kleines Foreshadowing hier. Kontakt! Pantheon hat die bessere Position! Dass man sich nicht abstützen kann, finde ich ein bisschen komisch. Was mit L3 fokussieren? Das ist aber neu. Granate, aufpassen. Wir sind fast oh. Und doch, man kann doch springen. So wie Tontauben schießen hier. Der lebt noch. Headshot. Treffpunkt im Westen. Los! Warum wollen diese Typen nicht so unbedingt Alawi? Bring dich hier rauf und sage uns, was ich weiß. Das wirst du allerdings. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Springen. Wir müssen uns unten treffen. Paras! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer... Nein! Waffe runter! Warte, bis Wolz davon erfährt. Verdammt, Russell Adler, CIA-Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Wolz neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer-Schneckturm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. Nimm den Schrott. Hey, hast du den Werfer? Wir schießen ihn ab. Da, auf 6 Uhr. Ihr entkommt ihm nicht. Halt ihn auf. Hol den Vogel vom Himmel, Case. Der hat Flares. Das war's. So muss eine Call of Duty-Kampagne sein. Sonst noch etwas? Sir, die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow, abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Russell Adler, der Mann, der uns in Panama verraten hat.
Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Tor. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler, ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Bewunderst du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast ein Gut? Nur einen? Klar. Eher ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Ich werde mich bemühen. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, ging er Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Es wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Jede Sekunde zählt. Du kennst den Plan. Servati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case.
Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Gut, also... Ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Okay. Also haben wir jetzt erstmal schon mal mehr oder weniger herausgefunden, wer der Bösewicht im Spiel ist, nämlich Pantheon. Ich überlege gerade, Black Ops 5... Was war denn da die Story? Es ist schon so lange her, ey. Es sind viel zu viele Call of Duty dazwischendurch. Ja. Pantheon ist also der Gegner in dem Spiel anscheinend. Und wir Vierer? Dreier? Mir fehlt nicht noch jemand? Ah, nee. Ja, doch, sind ja nur Dreier. Sollen das alles aufhalten? Natürlich. So, da reden wir jetzt mal mit Woods. So, wir reden jetzt mal mit ihm. Was gibt's Neues, Mann? Oh, man kann sogar Antworten geben. Ich habe mich jetzt mal nach rechts wieder gesetzt. Ihr braucht ja, glaube ich, Munition und so gar nicht sehen, oder? Ist nicht so wichtig. Falls ja, schreibt's. Damit ihr den Untertitel besser lesen könnt. Was kannst du mir über Personen sagen, die ich treffen werde? Nur was in Atlas Akten steht. Attentäterin. Um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten. Der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung. Adler war interessiert. Also bin ich es auch. Übrigens, gerade in dem Video zu der Mission gab es Tearing und so. Das fand ich irgendwie nicht schön. Wobei ich sagen muss, die Grafik sieht echt geil aus. Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Verstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Hast du noch etwas über das Pantheon herausgefunden? Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Deutsche Synchro finde ich auch ganz gut, aber die war ja eigentlich immer schon gut. Machst du dir Sorgen um Harrows Sicherheit? Besorgt? Jane ist schlau. Wenn Langley merkt, dass wir weg sind, wird sie uns so lange wie möglich schützen. Bis dahin wird man sie beobachten, also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt zur Neugruppierung. Bin ich besorgt? Nein. Glaubst du, Adler, dass das Pantheon irgendwie mit Langley in Verbindung steht? Oh Mann, weiß nicht. Schwer zu glauben, vielleicht bin ich nur naiv. Ist Livingston involviert, könnte er Adler loswerden wollen. So oder so. Wood scheint ein bisschen sauer zu sein. Der Mann liebt und hasst es, Befehle zu erhalten. Was glaubst du, wie Woods mit all dem fertig wird? Da steckt ein harter Typ drin. Hat seine Beine in Panama verloren und seinen besten Freund. Langley gab ihm die Chance, bei Missionen zu helfen, aber unter uns, das liegt ihm nicht im Blut. Huh. Der Mann ist ein Soldat, ein Killer. In der jetzigen Situation glaubt er vielleicht, er wäre wieder an der Front. Das ist alles, was ich habe. Ich will dich nicht länger aufhalten. Verstanden. Wir sehen uns hier am Donnerstag. Wenn wir mal kurz hier umgucken, kann man hier irgendwas finden? Das Gebäude ist übrigens eine Multiplayer-Map. Was echt hübsch aussieht hier. Aber hier scheint auf den ersten Blick schon mal nichts zu geben. Naja. Sieht nicht so aus. Doch, hier. Schwarzlicht. Nutze das Schwarzlicht, um geheime Nachrichten in der Umgebung aufzudecken. Oh, cool. Was hast du ja schon in der Dings gesehen? In der Sequenz. Und hier endet's einfach. Aha. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas? PE. Oh, wir können auch raus. Lol. Ah, hier kannst du Schießstand wahrscheinlich machen. Okay. Aber was soll mir das 5 PE sagen? Hm. Klavier. Da oben steht auch PE.
Ah, steht mehr drauf. Ist russisch, oder? Hier sieht man es auch. Okay, check ich nicht, aber okay. Ist ein nettes Gimmick. Reden wir nochmal mit Woods. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Nichts, ich lebe von einem Tag auf den anderen. Morgen ist nie garantiert. Ich habe etwa 3 Millionen in Aktien und Immobilien angelegt. Oh, das könnte jetzt natürlich den Verlauf ändern. Haben wir Geld oder haben wir kein Geld? Ich sag, wir haben Geld. Den besten Schwachsinn. Also war's eine Lüge. Ich komme zur Sache. Mit diesem Haus können wir bei unseren Mitteln nichts anfangen. Was hast du im Sinn? Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer, Trainingsplatz, Ausrüstungsbank. Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Wie viel Geld haben wir? Und wie habt ihr beide diesen Ort überhaupt gefunden? Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Okay, wie viel Geld haben wir? Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. Okay. So bin ich. Können wir sicher sein, dass Adler allein hier war? Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an der Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Ich muss los. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Okay. Anschaffung. Sämtliche während der Mission erworbenes Geld kann für jeden Ausbau von 3 neuen Stationen im Unterschlupf verwendet werden. Jede von ihnen ermöglicht den Erwerb von Operator-Extras, die dich noch tödlicher machen. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst. 700 Hammer. Klar. Ausrüstung und Waffenbank. Teile, Küche, Ausrüstung, Teams. Eine kleine Waffenkammer und eine Werkbank zu bauen. Passe deine Waffen damit an. Ich würde sagen, als erstes machen wir die Waffenbank. Für 500. Haben wir noch 200 übrig. Sogar mit Sequenz. Das könnte eine coole Idee sein. Aber ich denke mal, es wird sich nur im kleinen Rahmen halten, alles. Okay. Waffenbank. Die Mission aber um das Geld kann ich für Erwerb neuer Operator. Ja, alles klar. Ah, extra Magazin, stabile Haltung, schnelle Hände, schneller Blick. Panzer, Schredder. Ja, da brauchen wir aber viel. Ach du Scheiße. Lol. Okay. Aber ich würde sagen. Das klingt gut. Das ist jetzt automatisch ausgerüstet, ja? Okay. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir die nächste Mission starten. War es das jetzt erstmal mit der ersten Folge? Ich werde die Folgen bei 30 Minuten belassen. Und ja, was soll ich sagen? Macht einen guten Eindruck. Die Idee mit dem Haus erweitern könnte cool sein. Wird aber wahrscheinlich nicht groß ausfallen. Und ja, schauen wir mal, was das Spiel noch so bereithält. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut.